Freunde, ich bin wirklich 19. Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Selina und heute mache ich einen Test, wie alt ich wirklich bin. Am Ende bin ich 60 Jahre alt, habe 7 Katzen, 8 Hunde und wohne alleine in einem Apartment in New York. Der Test heißt, können wir erraten, wie alt du bist? Aber wenn wir erraten, wie wirklich 14? Oder so 9? Fühlst du dich jung und knackig oder alt und grau? Wir testen anhand deiner Antworten, für wie alt wir dich schätzen. Nimm dein Alter tatsächlich mit unserem Ergebnis überein oder du bist noch jünger oder älter. Ah, okay. Okay, die erste Frage ist, wähle ein Haustier. Knuddeliger Hundewelpe, flauschiges Häschen, Goldfisch, Blub, süßes Kätzchen. Ja, ich glaube, der Hund bleibt nicht für immer so klein und so süß. Flauschiges Häschen? Häschen? Habe ich schon viel erreicht mir? Ich glaube, ich stehe eher auf Häschen, weil Goldfische, die leben, die man kauft die, setzt sie in ein Aquarium, gibt ihnen jeden Tag Essen, dann sterben die und dann sagen die zur Kanalisation heil. Weil ich habe voll viele Videos gesehen, wie Leute ihre Goldfische die Toilette runterspülen. Und auf Kätzchen stehe ich allgemein nicht so. Schaust du Filme lieber im Kino oder zu Hause? Im Kino ist es immer so, Popcorn zu teuer, alles zu teuer. Ich meine, ein Popcorn kostet glaube ich 6 oder 7 Euro. Aber ich glaube, ich finde Kino schon geiler wegen den Effekten und so. Aber zu Hause ist auch so schön, so einfach Laptop anmachen, ein Liebesfilm, dann anfangen zu... Okay, nein. Auf jeden Fall, ich glaube eher wirklich im Kino, weil Kino sind die Effekte besser und die Lautstärke und die Dunkelheit und so. Die Dunkelheit? Ja, es ist ganz dunkel. Das kannst du zu Hause nicht? Nein. Und im Kino kann man Menschen kennenlernen. Ich habe noch nie gesehen, dass du da mit irgendjemandem geredet hättest. Außer mit dem Ticketverkäufer. Woran denkst du, wenn du BSB liest? Eine schlimme Krankheit, den Zweiten Weltkrieg, kann man das essen, eine Boyband. Eine Boyband. Weil ich meine so schnell, ich glaube, oder? Gibt es eine Krankheit, die die Abkürzung BSB hat? Nee, ne? Also ich kenne keine. Nee, ich kenne mich keine. Den Zweiten Weltkrieg, glaube ich, weniger. Kann man das essen? Ich habe noch nie gefragt, ob man etwas essen kann. Noch nie. Und ein Boyband, ich meine, Boybands haben immer so komische Namen. Frage 4. Was ist dir lieber? Lange schlafen und wach bleiben? Früh aufstehen, tagsüber ein Schläfchen halten. Also ich glaube eher lange schlafen und wach bleiben, weil ich bleibe immer so bis 2 Uhr nachts wach. Mama, es tut mir leid. Aber nicht immer. Zum Beispiel gestern war ich... Du bist bis 5 Uhr morgens wach. Was redest du? In den Ferien. Das sieht sie doch an. Am Wochenende auch? Nein, Wochenende bin ich voll schon müde. Ich sag so, heute schlafe ich um 8 Uhr ein. Ach so, morgens natürlich. Also ich glaube, ich will eher lange schlafen und dann halt länger wach bleiben. Und dann noch tagsüber ein Schläfchen machen. Sagen wir mal, lange wach bleiben. Wie entspannst du dich am liebsten? Schlafen, auf der Couch relaxen, Fernseher, ein Buch lesen. Schlafen, wenn ich schlafe, dann lange. Und das kostet mir zu viel einen Tag. Auf der Couch relaxen, geht nicht, dass da mein Bruder da immer drauf ist. Fernseher, ich habe so lange kein Fernsehen geschaut. Ein Buch lesen, apropos Buch lesen. Ich habe in Deutsch ein Buch aufgekriegt, das heißt Krabbert und wir sollen es halt lesen. Alle sind schon bei Jahr 2, also ich glaube auf Seite 120. Und dann komme ich so, hi. Ich habe 3 Seiten gesehen, gelesen. Also, wenn ich mich entspannen will, dann glaube ich mit Schlafen und Netflix. Frage 6. Wähle einen Superhelden. Iron Man, Captain America, Spider-Man, Superman. Ich glaube, ich würde... Welche Snacks magst du lieber? Süße, Schokolade, salzige, yummy Chips. Ich mag Schokolade nicht so. Wie würdest du reagieren, wenn deine Lieblingsband ein Comeback feiern würde? Leben die überhaupt noch? Früher waren die irgendwie besser. Ich stehe kreischend in der ersten Reihe beim Konzert. Kann man mit 19 Jahren schon ein Comeback feiern? Ich war auf ein Konzert von One Direction. Auf eins. Ich würde sagen, früher waren sie besser. Wirklich, also. Wie bezahlst du lieber? Mit Bargeld? Mit Kreditkarte? Mit nichts, weil ich kein Geld habe. Nein, mit Bargeld. Ich habe keine Kreditkarte. Wähle eine Fernsehserie. Friends, was ich sehe das immer, das wird mir immer auf Netflix vorgeschlagen, ich habe es noch nie geschaut. Columbo, was ist das? Disappeared Heart, ja okay, das ist die einzige Serie, die ich kenne. Aus dem Fenster siehst du, wie 2 Schulkinder in deinem Garten Fang spielen. Wie reagierst du? Ich reagiere, ich brauche erstmal ein eigenes
ein eigenes Haus und einen eigenen Garten. Du schimpfst und bewirfst sie mit Äpfeln. Du stellst dich vor ihnen und fragst, wo ihre Eltern sind. Ih, kleine Kinder, oh mein Gott, ich liebe Kinder. Kinder sind so süß. Warte, ich will mitspielen. Egal, ich sag einfach, ich will mitspielen. Ketchup oder Mayonnaise? Beides. Mayonnaise, weder noch. Ketchup. Sorry, Bruder, aber wer bitte Ketchup oder Mayo nicht mag, der ist kein Mensch. Ich mische die immer so. Ich kaufe extra bei McDonald's meistens immer so zwei, also einmal Mayo, einmal Ketchup. Nur damit ich das genießen kann. Würdest du dich als alt oder jung beschreiben als alt? Ich bin 40. Ich bin 19. Warum ist da ein Fragezeichen? Freunde, ich bin wirklich 19. Ich hab's euch immer verschwiegen, ich bin nicht 14, ich bin 19. So, Friends, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Macht diesen Test mal selber und schreibt mir in die Kommentare, wie alt ihr wirklich seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.